Sind Nazis wirklich kompetent? Sitzen die in clean weißen Büros? Wir können entscheiden, ob wir dabei gewesen sein wollen oder nicht. Was könnte denn bei mir dazu führen, dass ich sowas mache? Oder wie viel braucht es eigentlich oder wie wenig, dass ich vielleicht in ähnlicher Weise schuldig werde? Ich bin außerordentlich beeindruckt, wie es allen Beiträgen gelingt, ein komplexes historisches Thema mit Tönen, mit Instrumenten, mit Worten, mit Gedichten erlebbar und erfahrbar zu machen. Ein korrekter Beamter. Der Beamte Konrad Boxler schrieb im Jahre 52 einen ausgefeilten Brief an das Präsidium von Stuttgarts Polizei. Verehrte Herren Personaler, ich wäre gern wieder dabei. Also kann man ausprobieren und erfahren, wie Musik, wie Töne uns beeinflussen. Eine Geschichte, die ich vermeintlich kenne, kann so immer wieder neu gedacht werden.